tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Emolga vor. Emolga ist ein Elektroflug-Pokémon ohne Entwicklungsstufen und hat eine Schwäche gegen Gestein und Eis, eine Resistenz gegen Pflanze, Kampf, Flug, Käfer und Stahl, eine Immunität gegen Boden und eine fähigkeitsbedingte Immunität gegen Elektroattacken. Emolgas Basiswerte sind auf den ersten Blick erstmal ziemlich unterdurchschnittlich. Mit Ausnahme der Initiative kommt kein Wert über 80. Jedoch sind die beiden Angriffswerte mit je 75 zumindest noch brauchbar. Gepaart mit der guten Initiative kann man hier noch einen guten Sweeper rausholen. Die EV verteilen wir voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Als Fähigkeit nennt man Starthilfe. Das gibt Emolga eine Immunität gegen Elektroattacken und erhöht die Initiative um eine Stufe, wenn er von einer getroffen wird. Als Attacken nimmt man Donnerblitz, Luftschnitt, Voltwechsel und Ampelleuchte. Donnerblitz ist die Main-Elektro-Step-Attacke. Luftschnitt ist eine Flug-Step-Attacke, mit der man mit 30%iger Wahrscheinlichkeit den Gegner zurückschrecken lassen kann. Voltwechsel ist eine weitere Elektro-Step-Attacke, mit der man noch gut Schaden drücken kann und gleichzeitig Emolga aus einer gefährlichen Situation rausholen kann. Und Ampelleuchte ist zum Schluss noch die einzig sinnvolle Coverage, die er hat, aber sie hilft ihm immerhin gegen Unlicht- und Psycho-Pokémon. Als Item nimmt man entweder ein Wahlglas oder einen Lebenorb oder einen Fokusgurt. Wahlglas und Lebenorb sorgen dafür, dass Emolga trotz seiner schwachen Angriffswerte noch gut reinhauen kann und ein Fokusgurt lässt ihn auf jeden Fall eine Attacke tanken. Auch wenn Emolga nicht wirklich stark scheint, ist er zumindest schnell und kann oft einfach mal reinkommen, um einem geschwächten Gegner zu finishen. Mit Voltwechsel kann man im Zweifelsfall auch das Momentum gewinnen, wenn man nicht sicher ist, ob der Gegner auswechselt und man so den Switch-In ein wenig Schaden drückt und anschließend irgendetwas reinwirft, was den neuen Gegner gut kontern kann. Voltwechsel ist auch eine gute Option, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr euren Gegner mit eurer nächsten Attacke umhauen könnt. In diesem Fall kann die Attacke auch einfach benutzt werden, um schnell abzuhauen und etwas reinzuwerfen, was die nächste Attacke gut tanken kann. Wenn ihr die Wahlglas-Variante spielt, dann ist Voltwechsel eure Standardattacke, bis sich eine sichere Gelegenheit bietet, eine andere Attacke zu nutzen. Da Emolga an sich sehr fragil ist, könnt ihr es leider nicht in Attacken reinwechseln, sofern es keine Elektro- oder Bodenattacken sind. Im Großen und Ganzen ist Emolga zwar nicht stark, kann den Gegner aber ziemlich nerven, wenn es richtig gespielt wird. Gerade in niedrigeren Tiers kann der Kleine richtig nützlich werden. Das war's von meinem Emolga, und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.